Was hat sie in die Schwimmhalle geführt? Will sagte, in seiner Tasche wäre etwas Wichtiges. Ich fand nur einen Schlüssel mit dem Anhänger Bradbury Swimmingpool. Die einzige Spur. Das muss es sein. Das scheint schon seit Jahren geschlossen zu sein. Das perfekte Versteck für etwas, das nicht gefunden werden soll. Es wird Zeit, dass du mir alles erzählst. Will hat das einzige Gerät gebaut, das den Riss aufhalten kann. Ich weiß, dass wir es finden sollen. Und dass Monarch das verhindern will. Und doch trägst du ihre Uniform. Ich mag, wie ihre Hosen sitzen. Ja, ich wette, der Scheck kam auch nicht ungelegen. Ich brauchte eine Tarnung, um Informationen zu sammeln. Ihr wisst erst ein paar Stunden davon. Ich bereite mich schon mein ganzes Leben darauf vor. Sie wussten nicht, dass sie William gehörte? Über Will habe ich vieles nicht gewusst. Wir müssen die Gegenmaßnahme finden, die dein Bruder gebaut hat. Und zwar schnell. Je größer der Riss wird, desto schlimmer wird alles. Und Monarch wird auf der Suche nach dir jeden Stein in Riverport umdrehen. Abgeschlossen. Jack, dieser Schlüssel, den du aus Wills Aktentasche hast. Was ist mit dem Schlüssel? Hallo? Wir brauchen deinen Schlüssel hier drüben. Ach so. Und wofür? Für die Tür? Die hier? Die hier? Red doch mit mir. Na ja, gut. Und damit, willkommen zu einer weiteren Folge Quantum Break. Hast du einen besseren Vorschlag, als die Tür aufzuschließen? Ja. Tut mir leid, ist ein bisschen viel gerade. Ja, ich brauche kurz eine Minute für mich. So, wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier noch was. Na gut, ich finde einen anderen Weg rein. Laufen die mir nach? Nö. Klang gerade so. Guck mal, da hinten haben wir so einen Zeitsprung wieder. Okay. Die Frage ist, ob das manchmal so sinnvoll ist. Okay. Was ist? In der Universität wurden noch andere festgesetzt. Freunde von mir. Was ist mit denen passiert? Die sollten jetzt wieder frei sein. Monarch hat sie, genau wie alle anderen, davon überzeugt, dass alles, was Monarch in der Universität gemacht hat, notwendig war, um sie zu beschützen vor... Vor Jack. Ja. Ich wette, dein kleines Video in den Nachrichten hat dazu beigetragen. Nichts für ungut. Meine Güte. Die haben keine Ahnung, was passiert ist. Denkt ihr, wir hören hier oben nichts? Warum ich? Oh. Was? Sie hätten doch jeden auswählen können, um für sie zu lügen, um dieses Geständnis abzulegen. Warum ich? Vielleicht dachte Serene, du siehst wie jemand aus, dem die Menschen vertrauen. Vielleicht bist du die Richtige fürs Fernsehen. Oder vielleicht will er einfach sehen, wie du zerbrichst. Kommt da noch mal was? Scheint nicht. Okay. Gut, dann können wir ja weiterlaufen. Können wir das hier markieren oder so? Nö, keine Ahnung.
Zahlreiche Erinnerungen. Assassin's Creed Spoiler. Erinnerungen, Zeitstrang. Ja, ist egal. So. Hey, ich glaube, ich habe einen Weg hineingefunden. Was Besonderes noch? Nö. Verdammt! Diese Anomalien verschwinden nicht. Okay, hier runter. So. Nicht, nicht, nicht. Ah. Will hat in diesem Gebäude seine persönlichen Sachen versteckt. Was zum Teufel hast du hier gemacht, Bruder? Zeitreise-Experimente mit Ratten? Ein Tonbandgerät. Okay, 17. Mai 1998. Mein Name ist William Joyce und ich führe gleich den ersten Tierversuch mit dem Prototypen an meiner treuen Hausmaus Schrödinger durch, um... Sie ist weg. Wohin? Scheiße. Komm schon, Schrödinger. Komm zu Willy. Na komm, na komm, na komm. Alles okay. Alles ist gut. Okay, los geht's. Wir schicken Schrödinger jetzt in die Maschine. Im Uhrzeigersinn durch den Korridor. Dadurch wird er 5 Minuten in die Zukunft geschickt. Das heißt, er wird genau 5 Minuten, nachdem er die Maschine betreten hat, hier wieder erscheinen. Es sind jetzt 3 Minuten vergangen und es gibt kein Zeichen von Schrödinger. Ein sehr gutes Zeichen. Noch 2 Minuten. Okay, also, ja. Wie sich herausgestellt hat, saß er die ganze Zeit im Korridor für 5 Minuten und hat dabei auf die Röhren geschissen. Das zeigt eine ganz klare Schwachstelle in meinem Test. Meine Maus ist ein Idiot. Okay, die Maschine läuft sich gerade wieder warm. Test Nummer 2 wird eingeleitet in etwa 5 Minuten und 15 Sekunden. Es ist nun klar, dass der einzige quantifizierbare Test eine Reise in die Vergangenheit ist. Die Maschine ist kalibriert, um Schrödinger 5 Minuten in die Vergangenheit zu schicken. Also wird er sich jetzt dem Uhrzeigersinn entgegen durch den Korridor begeben. Und wenn er auf der anderen Seite... Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, es hat geklappt. Das ist der eindeutige Beweis, dass... Was ich hier vor mir habe, ist die zukünftige Version derselben Maus, die 5 Minuten in die Vergangenheit gereist ist. Schrödinger, hier. Dein Zukunfts-Du. Autsch. Oh, der Scheiß hat mich gebissen. Genau. Das hat er jetzt in klein gemacht, mit Rattenversuchen. Was Paul... ja, uns quasi gezeigt hat und ja, den Riss in der Hose verursacht. Eine Rechnung über $12.000 für einen Umzug. Du hast wohl mehr als nur alte Kisten hierher schleppen lassen. Hm, 17 LKW-Ladungen über einen Zeitraum von 17 Tagen. Ein LKW am Tag. Du besitzt diesen Ort seit 1999? Warum hast du mir nichts davon erzählt, Will? Geheim.
alles geheim. Ihre Anwältin und Freundin. Ist das hier ein Aufnahmerechner oder was ist das? Kann man nicht erkennen, ob das jetzt... Das ist eine Wasserflasche. Und Milch. Kein Wunder, dass du immer so verrückte Einfälle hattest. Ja gut, das ist Privatsphäre. So, was haben wir hier noch? Oh. Wir müssen unseren Kontakt ab jetzt einschränken. Ich melde mich bei dir, wenn die Gegenmaßnahme fertig ist. Zum Sicherheitspersonal von Monarch Solutions gehören, dessen professionelles Handeln zahllose Leben gerettet hat. Auf Kosten ihrer eigenen. Jack Joyce, der Terrorist verantwortlich für dieses Massaker, ist noch immer auf der Flucht. Die Behörden gehen davon aus, dass er sich immer noch in Riverport aufhält. Und dank zahlreicher Hinweise seine Festnahme bevorsteht. Okay, warte mal, die wollen da rein. So, gucken wir erstmal hier oben. Okay. Ach, jetzt ist die Tür auf. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich nicht mehr rausgehen. Okay, dann lassen wir die mal rein. Dann kurz noch uns umschauen. Ich bin dran. Ja, warte kurz. Ja, warte kurz, genau. Juli 2010. Was zum Teufel ist das? Dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Scheiße. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft, unser aller Leben, hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte,
Beeil dich. Das Video hatte deutlich gemacht, dass er in der Vergangenheit mit Beth zusammengearbeitet hatte. Ich fragte mich, was sie noch verheimlichte. Ja. Und nächster Versuch. Nope. Okay, da brauchen wir irgendeine andere Schlüssel. Das zu. Okay, schauen wir uns um. Hier unten. Ah, sehr gut. Hab ich schon. Wie wär's damit? Du erzählst mir jetzt, woher du Will kennst. Ich hab deinen Bruder nie kennengelernt. Es fällt mir schwer, das zu glauben, nachdem ich das Video gesehen habe. Wovon zum Teufel sprichst du, Jack? Diese Nachricht, sie ist für mich. 4. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich soll in der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Was zum... Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. 2010. Verdammte Scheiße. Worüber hat er gesprochen? Er hat das 2010 für mich aufgenommen? Was zum Teufel? Und er hat gesagt, dass die Gegenmaßnahme weg ist? Nicht gut. Wir müssen herausfinden, was hier los ist. Suchen wir weiter. Hilf mir, das aus dem Weg zu räumen. Komm schon. Jack. Dein Bruder hat das Video an mich gerichtet, aber ich habe ihn noch nie im Leben getroffen. Nun, es klang so, als dachte er, du hättest seine Gegenmaßnahme. Wenn es doch so wäre. Aber er meinte, dass ihm die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 gestohlen wurde. Und das heißt jetzt was? Ich hoffe, wir finden hier heraus, wer es war. Ich überlasse dir die Ehre, den Knopf zu drücken. Danke, Beth. Danke. Jetzt gucken wir erstmal hier hin, was da noch hat. Oh. Und Upgrade. Upgrade.
Stärke der Radius Zeitspanne wird erhöht, wodurch einfach mehrere Ziele in der Blase zu erfassen. Macht auf jeden Fall Sinn. Weil das ist schneller von Treffer, von langsam zur Zeit im Stärkeraum noch stärker. Noch größer Radius. Ich glaube, nehmen wir erstmal den hier. Kosten 4. Achso, wir haben 2. Okay. Okay. Dann behalten wir das fürs nächste Mal vor. Schauen wir uns ein bisschen um. Nee. Glaub's nicht. Ist das? Ja, ich denk's schon. Eine zweite Zeitmaschine. Das ändert alles. Wenn wir dieses Ding zum Laufen bringen, brauchen wir keine Gegenmaßnahme. Wir können alles ändern. Was, wenn wir verhindern, dass der Riss überhaupt erst entsteht? Wir können in die Vergangenheit reisen und dort alles ändern, bevor es überhaupt passiert. Niemand stirbt. Paul geht nicht durch die Maschine. Monarch hat nie existiert und der Riss hat nie stattgefunden. Jack, warte! Denken wir das zu Ende. Das ist nicht... Ich kann in die Maschine, so wie Paul in der Uni. Ich habe ihm geholfen, sie einzurichten. Dann können wir den Kern aktivieren, den Korridor in Position bringen, das Datum einstellen. Ich schaff das, Beth. Ich bin nicht so sicher, ob wir das ohne die Gegenmaßnahme machen können. Aber du hast recht. Wir brauchen die Maschine. Genau. Fangen wir mit dem Kern an. Station. Okay, Erklärung? Irgendjemand? Ich habe Visionen von dieser Maschine in diesem Labor gesehen. Er muss sie hier versteckt haben. Ihr könnt mich jetzt aufklären. Jederzeit. Okay, Kernsteuerung. Wo ist sie? Diese Schaltpläne hat Will geschrieben. Er hat das alles gemacht. Alles gebaut. Monarch erfuhr kurz nach der Fertigstellung davon. 1999. 1999. Sie glauben, dass sie kurz danach zerstört wurde. Ich schätze, Will wollte sie in dem Glauben lassen. Ich glaube, wenn wir das bedienen, geht's direkt los. Wir labern da schon mal mit den Damen. Hey, Amy. Was ist das? Das würdest du mir nicht glauben. In den letzten 2 Stunden habe ich erfahren, dass Monarch ein paramilitärischer Verein ist. Das ist eine Zeitmaschine. Okay. Ich packe das mal zu den ganzen anderen Sachen, die keinen Sinn ergeben. Wir sollten Jack helfen, die Kernsteuerung zu finden. Ja, ja. Okay. Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. Hat sich jemand diese Karte angeschaut? Anscheinend hat er beschriftet, wo sich alles befindet. Finden hier auch irgendwas. Jetzt mal gucken hier. Keine dieser Konsolen sieht aus, als wären sie aus dem 21. Jahrhundert. Der Typ wusste verdammt nochmal ganz genau, wie er sich das Leben schwer machen konnte. Sieht aus wie Stargate. Wir müssen herausfinden, womit wir anfangen. Wo ist die Kernsteuerung? Das solltest du dir ansehen, Jack.
Will hat 1997 ein riesiges Forschungsstipendium bekommen. Er hat 99 den Bau der Zeitmaschine erfolgreich abgeschlossen, aber es hat ihm Angst eingejagt. Er hat keiner Sterbensseele davon erzählt. Wie zum Teufel hat er das alles geheim gehalten? 17 Jahre und sie haben es immer noch nicht gefunden. Das ist die Hauptsteuerung. Wir drücken da mal noch nicht dran rum. Ich glaube, das war der erste Hebel, den wir ganz zum Anfang benutzt haben. Jetzt nicht so exakt der erste, aber... Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Hier runter. Nope. Jack, du bist voll. Doch. Kann sein, du bist voll der Held. Gehen wir da mal aufs Klo? Nee. Wir dürfen nicht aufs Klo. Wir müssen den Kern zurücksetzen. Schade. Wollte nochmal so. Oh. Eine Notiz. Zeitreisen für Zivilisten. Forschung begonnen. Ja, also das Ganze, das lese ich immer nicht so gerne vor. Ich, klar, macht's Sinn, bisschen Hintergrundgeschichte dazu zu haben. Nein, nichts Sinnvolles. So dieses Roundabout nochmal zu erfahren. Jeder, der mich kennt, ich bin total lesfaul. Also, sobald ein Buch verfilmt wird, ja, gucke ich mir lieber den Film an, als das Buch zu lesen. Auch wenn der Film grottenschlecht wird. Ist mir egal. Hauptsache, ich hab's halbwegs verstanden. So. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drinnen tust? Keine Ahnung. Aber ich hab Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Das könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Der Kern ist zurückgesetzt. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Für was gibt's dieses Treppe? Laut Monitor befindet sich die Steuerung hier oben. Du hast gesagt, dass Will eine Gegenmaßnahme gebaut hat. Was macht dich so sicher, dass es nicht das hier ist, die Zeitmaschine? Er hat gesagt, die Gegenmaßnahme wurde gestohlen. Aber die Maschine ist immer noch hier. Der Korridor. Er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Der Schlüssel passt. Aber anscheinend muss ich zuerst etwas anderes machen. Energie auffahren. Okay, und jetzt können wir mit ihr reden. Das wird funktionieren. Es muss. Ihr wollt diese Maschine doch nicht etwa benutzen. Oder? Es scheint euch ja nicht zu stören, dass ein einzelner Typ dieses Ding notdürftig zusammengebastelt hat, oder? Ich sehe da nämlich Isolierband. Okay, nein, das ist eine tolle Idee. Die wird auf keinen Fall nach hinten losgehen. Keine Sorge, wir kriegen sie zum Laufen. Kern? Warte mal, Monarch hat gesagt, dass sie etwas aus der Uni gestohlen haben. Eine Art Kern. Es... ist der Kern für eine Zeitmaschine. Wir sind nicht die Einzigen, die eine haben. Verdammt. Was haben Sie damit vor? Serenes Pläne sind auf die Zukunft gerichtet, nicht die Vergangenheit. Aber er braucht die absolute Kontrolle, um Erfolg zu haben. Eine Zeitmaschine bedeutet Kontrolle.
Nun, es gibt einen Unterschied zwischen Kontrolle und Gottspielen. Und das geht zu weit. Viel zu weit. Das ist reiner Wahnsinn. Das ist alles ziemlich viel, hm? Ja, ich habe aufgehört, das verstehen zu wollen, als du angefangen hast zu teleportieren. Ja, das versuche ich auch immer noch zu verstehen. Wir sind dann soweit. Warte, wir wollen dieses Ding wirklich anschmeißen? Wirklich? Bist du sicher, dass das... Ich meine, das ist nicht einfach nur ein Backofen. Wir sollten vielleicht zuerst die Anleitung lesen. Glaubst du wirklich, dass das helfen wird? Wahrscheinlich nicht. Ein weiterer Grund, es nicht zu machen. Hast du mal den Film Die Fliege gesehen? Ich will nicht der Jeff Goldblum in unserer Geschichte sein. Okay. Also, was er zu sagen hatte. Ja, dann fangen wir hier mal ran. Wird schon schief gehen. Alles okay. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Okay, dieses Teil sollte auf keinen Fall so frei liegen. Aktiviere den Korridor. Wo geht's denn da noch hin? Haben wir da was übersehen? Gibt's hier noch was zum Anhören? Nein, zum Lesen. Artikel, Japan, Autohilfe. Okay, ein Artikel. Dort blinkt ein Lämpchen. Vielleicht ist es das, wonach du suchst. Ja. Dann gibt's auch nichts mehr, ne? Ne, kann man nicht hoch. Gott sei Dank. Soll das so sein? Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen? So kenne ich meinen Bruder. Das hat sich nicht gut angehört. Fuck. Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. Nein. Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall! Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir können nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Verstehe ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Amaral. Die Monarch-Forscherin.
Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Jack, nein. Und damit ist das Ende vom Akt 2 auch erreicht. Oh Mann, ey. Ich bin gespannt, wie es weitergeht im dritten Akt. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Und bis dahin, ciao.